Hallo und herzlich willkommen zu dieser Adventure Map The Dwarper 1. Um ehrlich zu sein, ist diese Map einfach nur zwischen reingeschoben. Adri ist gerade nicht da, ich bin komplett alleine. Und zwar, weil die nächste Map mit Burkhard vom Skyrim LP und mit Adri sein soll. Und die sind gerade beide nicht da. Und ich brauche Folgen. Es ist Sonntagabend und ich brauche Dienstag Folgen. Und sonst habe ich ein Problem. Naja, jetzt bin ich halt alleine und ich spiele The Dwarper 1. Welcome to The Dwarper. One goal, survive the fall. One rule, don't break blocks. By Big Whip. Important. Video Settings, render distance far. Weil ich dumm bin, muss ich. So machen. Nee, so. So. Jetzt kann ich hier. Render Distance. Da fahr. Ich denke, das heißt Fahr. Brightness Bright habe ich. Cloud Off. Wolken habe ich jetzt off. Tischback Default habe ich. Smooth Lightning habe ich off. Okay, dann haben wir alles gemacht, wie wir das haben wollen. Das machen wir nicht. Also, ich spiele gerade Singleplayer. Okay. Dann würde ich sagen, los geht's. Bevor, das mache ich jetzt mal. Einfach zur Sicherheit. Fast. Und Performance. Hier nicht. Sehr gut. Keine Ahnung, ich bin überfordert. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen, los geht's mit The Dwarper 1. Was hab ich da gemacht? So, jetzt muss es wieder gehen alles. So, das schließen wir. Und jetzt dürfte alles flüssig laufen. Laufen, genau. Okay, ohne reinzukommen, reinzugucken, go. Ei. Fuck. Oh scheiße, ich habe mir Spawn nicht gesetzt. Na, dann müssen wir kurz laufen. Ich denke gerade, Timer habe ich doch gestartet, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, habe ich tatsächlich. Bin ich gut oder bin ich gut? So, hier. Na, wie sieht das denn nachts aus? Ja, haben wir auch geschafft. Geil aus, ey. What the fuck? Okay. Ich würde mal sagen, wir haben das geschafft. Und teleport to the next level. Was war das denn gerade? Okay. Set spawn, okay. Set day. Hier hinten ist Checkpoint-Tür, glaube ich. Was ist das hier? Ah, es wird gleich lange dauern, wieder hochzuklettern. Aber ich will wissen, was da unten ist.
Gar nichts. Sehr gut. Aber das ist jetzt nicht wahr, oder? Komm. GM1. Oh Gott. Game Mode. Das ist gleich schießlich. Ah ja, sehr gut. Dann. Weil das sehe ich, wenn ich ehrlich bin, gerade nicht ein. Da jetzt komplett mit Leitern hochzugehen, ey. Nee, das will ich nicht. Tut mir leid. Naja. Eieiei, ist das hoch. Hoho. Gut, dass wir geflogen sind. Eieiei. Boah, so, oh Gott. Okay, da wären wir ein bisschen tot gewesen, wären wir da komplett runtergesprungen. Okay. Hoch. So. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Also, Tag machen. Und los geht's. Eieiei. Puh. Oh Gott, ich seh's. Oh, geschafft. Glück gehabt. Alter, wie geil ist das denn bitte? Das ist eine ganz normale Minecraft-Welt, nur auf Kopf. Und da oben läuft so ein Schwein rum. Awesome. Eieiei. Auf dem Baum eine Kuh. Oh. Der Hälfte ist das Meer, wo wir gerade waren. Und wenn das so senkrecht ist, dann sieht man auch wirklich die Wellen und alles. Alter, wie geil ist das denn gemacht, ey? Oh. Wie viel Arbeit das gewesen sein muss. Today. Checkpoint. Nee. Kein Checkpoint mehr. Ich weiß gar nicht, wozu man die Ender Chest braucht. Ah, es gibt anscheinend bei jedem Level. Okay. Das machen wir jetzt aber nicht. So sicher auch nochmal aufgemacht hier. Falls irgendwas mit den Command-Blöcken nicht geht. Würde ich mal sagen, Giovannimo. Oh Gott, ich sehe schon. Nein! Da war eine Truhe, ich hab's gesehen. Oh, geschafft. Diamanten. Sehr gut. Warte mal. Ey, es gab jetzt aber nicht wirklich einfach überall Diamanten, oder? Ja, dann fühle ich mich aber ziemlich verarscht. Deswegen die Ender Chest. Hier wären wir gelandet, wenn wir die Treppe runtergekommen. Set Spawn. Jetzt mal Spawn. Spawn gesettet. Set Tay. Da geht's gleich weiter. Erstmal den hier sichern. Und dann den Checkpoint öffnen. Wo auf dem Weg. Okay. Hauptsache ich fall jetzt nicht schneller. Oh Gott, oh Gott, oh Leute. Hm. Das war kein Wasser. Was war das dann? Das Wasser? Das ist Wasser, das Auto. Okay. Weiß ich wenigstens, wo ich landen muss. Verdammt. Vielleicht geht das mit. Das ist besser. Keine Ahnung, wofür ich das sonst hätte bekommen sollen. Nein! Verdammt! Oh, das war knapp. Ach du Scheiße, ey. Zwar da rein. Ja, sehr gut.
So, zunächst mal bereite ich mal eine Playlist vor, die ich hier hinterlegen kann, weil dann müsst ihr nicht nur ausschließlich mein Gelaber ertragen. Wann komme ich hier rein? Gibt es da bestimmt irgendwie einen Grund für. Ich habe eben eine Kiste gefunden. Jetzt bin ich immer. Jetzt muss ich immer gucken, ob hier auch irgendwo Kisten sind. Da hinten? Ist da? Ja, wollo! Aha! So, muss ich nur Oscar finden. Ich glaube, das ist da beim Eisen. Ja, hier. So, haben wir das Level auch geschafft. Wir sind ja. Rats. Keine Ahnung. Sit spawn. Trinken. Geht schneller. Das ist offen. Sehr gut. Mine. Oh Gott. Oh lol. Lol. Ja. Hihi. Da, 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 da. Oh lol, hier fahren sogar Minecarts rum. Alter, was der sich für eine Mühe gemacht hat hierfür. Das ist so abartig. Und ja, wer das erwartet, ich bin gerade auf der Suche nach der Truhe. Lol. Hier ist der Sprung macht. Nee, okay. Schade. Das wäre geil gewesen. Nee, das schafft man nicht. Aber man kann hier wieder hoch. Dann hier lang. Verdammt, egal. Ah, haben wir es auch geschafft. Sehr gut. Sehr schön. Moment, wo war jetzt das Eisending? Was hier, war das da hinten? Was ist denn hier? Schade, keine Truhe. Anscheinend. Ne, keine Truhe. Ich habe keine Truhe gefunden. Oder? Ne, habe ich nicht gefunden. Okay. Dann nicht. Aiden. Moment habe ich im Moment nicht mehr. Sit spawn, sit day. So. So, und ab der nächsten Folge, nee, ab der dritten Folge werde ich dann wohl eine Playlist vorbereiten, die ihr dann im Hintergrund immer hört. So dass ihr nicht nur mal Gelaber ertragen müsst. Wenn nicht sogar vorher schon. Oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Rein theoretisch könnte ich eigentlich. Das mache ich gleich für die nächste Folge. In der nächsten Folge hört ihr dann nicht mehr durchgehend nur mein Gelaber, sondern auch ein bisschen Hintergrundmusik. Wow. Kommen wir da wieder hoch? Ja, da kommen wir wieder hoch. Ach, wäre eh zu spät gewesen. Du Scheiße, das ist ein Ball. Oh Gott. Das ist ein Klo, das ist ein Mülleimer. Der größte Narr ist ein Mülleimer. Ich könnte schwören, dass die Chest hier irgendwo ist. Oder vielleicht auch ein Mülleimer drin. Ja, da ist sie. Sehr gut, haben wir das auch gefunden. So.
Sollte mal wieder da hinten hinlaufen, weil da ist ja der Ausgang. Habe ich noch eine aktiv? Nein. So, ja, ja. Wie gesagt, in der nächsten Folge gibt's noch Musik. Und ich würde mal sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir machen noch schnell den Checkpoint auf und dann war's das für heute von dieser Folge. So, das ging ja schnell. Ich würde mal sagen, mit dem Level Nummer 7, Some Holes Are Closed, geht's dann in der nächsten Folge weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!